Der BIL-Immo-Index ist ein solcher Barometer vom nationalen Wohnungsmarkt, beruht auf einer Initiative von der BIL an Zusammenarbeit mit Pricewaterhouse. Aus offiziellen Daten, die von der Banque Centrale, dem FMI, der OECD und so weiter publiziert gehen, haben wir 7 Ratioen berechnet. Die Entwicklung von diesen 7 Ratioen feiert auf einen heute zu Lützeburg einzigartigen Index. Fällt der Index auf minus 3, das bedeutet, dass der Wohnungsmarkt sich in einer Krise befindet, klemmt er aber nur um plus 3, dann heißt das, dass der Wohnungsmarkt überhitzt ist. Der BIL-Immo-Index bringt dem Promoteur genauso wie dem privaten Interessent eine synthetische und objektive Vision vom Lützeburger Wohnungsmarkt. Er berieft sich auf fundamental ökonomische Werte, nämlich auf Offer und Demand, genauso wie auf Preise am Ankauf und am Verkauf von den Wohnungen. So kann der Promoter, den ein Projekt will realisieren, oder der private Bauherr, den eine Wohnung will kaufen, sie wird für drei Wohnen zu gehen, sie wird für zu verlohnen, sich ein aktuelles Bild machen über den nationalen Wohnungsmarkt. Natürlich ist der BIL-Immo-Index kein Aufruf für zu kaufen oder zu verkaufen. Irin also eine Decision hält, soll alle Interessenten sich bei den Spezialisten renseignieren. Ich invitiere euch aber auch für bei dem Site bild.com den BIL-Immo-Index zu verfolgen. Der BIL-Immo-Index setzt sich, wie eingangs gesagt, aus 7 Ratios zusammen an. Der Ratio vom Ankaufspreis vom Immeuble par rapport zum Loyer, der selbe Preis gegenüber dem Ankommens, der Ankaufspreis vom Konsumentenpreisindex, der Preis von der Wohnung gegenüber der Population, die Aktivität am Bausektor zu der nationalen ökonomischen Aktivität, die Anzahl und Hypothekenkredite von den Banken gegenüber dem PIB und die Anzahl und Baugenehmigungen gegenüber der Population. Auf internationaler Basis entspricht der BIL-Immo-Index den Berechnungen, die auch im Ausland aufgefordert gehen. Für diesen Index so genau wie möglich und noch zeitlich relevant aufzustellen, sind wir 30 Jahre zurückgegangen, und zwar von 1980 bis heute. Wir tun da nicht genug, wir haben uns auch auf die 6 statistisch erfassten Regionen hier im Land basiert. Für alle Regionen haben wir das Risiko von einer Preiskontraktion evaluiert und haben den an Niveaus von 1 bis 5 festgesetzt, wobei 1 natürlich ein schwaches Risiko bedeutet und 5 ein höheres Risiko von einer Preiskontraktion. Das aktualisiert die Gesamtanalyse genauso wie die regionalen Aspekte, könnt ihr gerne noch bei unserem Internetsite bild.com aufladen.